Scheiße, was machen wir jetzt im Sommer? Was kann ich jetzt noch anpflanzen? Das ist der 12. Tag. Auch 13 Tage. 30 Tage hat man Zeit, ne? Kommt drauf an, was du anpflanzt, oder? Ach so, du meinst den Monat. 28 Tage. Ja. 28. Also, exakt 4 Wochen. Die Starfruit, die ich jetzt hier noch habe, die Starfruit brauchen 13. Also kommt das noch hin, wenn ich die heute pflanze, ne? Oh nein, dieses Event hat mich jetzt genau den Blacksmith gekostet. Oh, scheiße. Dreist. Um 10 Minuten, Alter. Ja, kannst du dich bitte mal eilig? Ich hab's eilig. Ja, ja, aber ich musste noch erzählen, dass. Dreist. Ja. Ja, und dann war ich da mit meiner Freundin und dann hat die wirklich das und das gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das hat sie nicht gesagt. Das mitmachen wir doch. Dann doch mit Ratschen und so übelst angestrengt werden. Eigentlich will man es doch. Der Klassiker. Ja, natürlich der Klassiker. Da ich gar keinen Bock drauf haben und dann irgendwas anderes wollen und dann aber ist doch zu spannend. Ja, ja. Na, doch ein bisschen Ratschen kommen. Ah, Mystery Box hab ich auch. Ich bin dabei. Ja, Schatz, hey, ja, Schatz, möchtest du jetzt tratschen oder möchtest du für mir konstruktive Lösung? Oh. Ja. Wenn du mich so fragst, wie stehst du hinter mir? Wenn du mich so fragst, ja. Also willst du eine Lösung? Ja. Oder tratschen? Ja. Genau. Also willst du über die Lösung tratschen? Ja. Immer ja. Die Lösung. Warum denn? So. Der vorletzte Stein war die Leiter. Nice. So. Ach ja, stimmt. Ich wollte bei der Abenteurergilde nochmal nachgucken. Die hat bis 21 Uhr auf, ne? Ja. Das heißt, sobald ich bei dem Level hier durch bin. Ja. Da war's wieder. Bis 85 habe ich schon mal alles durch. Dann ich bin jetzt 92. Zur Abenteurergilde und schau mal nach. Hier ist Moos. Hier sind jetzt auch so durchsichtige Schleims, ne? So schwarz durchsichtige oder so. Ich hab's schon vorher, glaube ich. Diese Schattenviechers. Ja? Auch? Ja. Schattendinger? Boah, die sind echt streuen, ne? Krass. Dark Boots. Alter, man braucht 1000 Schleime. Und ich habe einfach gerade mal 378. Oh Mann. Aber ich habe auch irgendwas, glaube ich, jetzt freigeschaltet. Sneakers. Nee. Oh, dekoratives Schwert. Das sieht ja edel aus. Wandschwert. Explosive Munition. Ja, die ist aber arschteuer. Was habe ich denn jetzt freigeschaltet? Ach, ich muss ja zu dem Typen im Schaukelstuhl, ne? Stimmt. Vampirring. Er hat dir jedes Mal ein wenig Leben zurück, wenn du ein Monster erlegst. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, gütig. Oder? Gütig. Ziemlich gütig, glaube ich. Ja. Das ist echt gütig. Ring der Gütigkeit. Bei welchem Level bist du? Gütigkeit. Achso. Wie bitte? Welches Level bist du, Janus? Ich bin 94. Gut, dann geh. Warst du bei 90, dann gehe ich zu 95. Mhm. Exactly. Exactly. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ey, ich habe schon so viele von diesen fetten Steinen weggekloppt und nix. Ja, ne? Von wegen 5%, ganz ehrlich. 32, 33, 34, 35. Richtige Frust. Ich schreib mich nicht auf.
Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hat man nicht Base. Ah, leider. Ist leider als leider. Danach geht's immer noch leider. Weil ich dabei so viel leider. 7, 8, 9, 10. Also haben wir 35 mal 24. 35 mal 24. Mittlerweile. 700. Gelaber von hinten immer. 840. Also unterschwellig, aber nur ja, nebenbei. Ja, während so Rams irgendwie konzentriert ist und wir labern irgendeinen Scheiß rein. So und so viel davon und das und dann irgendeinen Scheiß. Beide, immer beide. Aber beide. Übelst unproduktiv. Mann! Es wird erst produktiv, wenn ich meine Secret Note finde. Dann wird's ja, auch produktiv. Ne? Ich habe auch nicht eine gefunden, ey. Reicht's ja langsam. In welche Kiste habt ihr die Starfruits reingemacht? In die Dingens hier, wie heißt es denn? Artisan. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wo Janice die reingeworfen hat. Ich weiß es nicht, ich bin alle Truhen abgelaufen, hab drauf gedrückt. Ja, dann sind die da auch drin, glaube ich. Wahrscheinlich ja, also ich habe sie nicht mehr bei. 50, 62, 762. Was denn? 162. Eigentlich alles geil. Ja, hier ein. 832, 832, ja, das kommt hin. So, und jetzt ist schon wieder Nacht und man kann schon wieder weg und ich habe nicht eine. Scheiße. Ich auch nicht. Oh. Hier sind noch große Steine, ich hoffe es. Los! Ah! Lasst mich! Jetzt hier auch noch Invasion. Oh scheiße, ich werde jetzt wahrscheinlich ausgenockt. Ich hab nicht. Nein, ich will doch den Stein. Verdammt. Na gut. Schade, ich habe auch nichts. Das gibt's doch nicht. Janus, du schläfst mit meiner Frau und ich werde im Wohnzimmer bewusstlos. Kein Problem. Die alle schön warm hier. Naja, ich war rechtzeitig zu Hause. Oh! Digga, wie viel Money! Alter! Das hast du verkauft, ey. Die ganzen Starfruits. Die Starfruits, ja, Mann. Boah, geil, Alter. Das nenne ich satt. Starfood, ja. Nice. Also nicht alle. Ein paar haben wir noch für Wein machen. 150. Und 30 Session in den Fässern. Also 180 mehr hätten es noch sein können. Übelst Dreidel. So. Dreidel. Ich formte dich aus Lehm. Na, der Kleine. Was denn? Oder die Kleine? Ja, hier, James. So eine Tochter. Ich hab ein Bild von Abigail gefunden. No! Hey, voll cool. Übelst cool, oder? Voll schön, ja. Auf jeden Fall geil, letzte Horrorclown, die ich hab. Horrorclown. Also, ich finde den Horrorclown auch echt nicht schlecht, also. Vor allem im Kinderzimmer. Ja. Oh Mann. Guck mal, das ist Kinder. Das ist auch Tante Mani. Ja. Ich dachte, Mani. Ja. Morgen kommt Mani zu mir. Hallo! Nein! Die Panik vor dieser Frau gemacht. Immer weinen die Kinder, wenn ich von Tante Mani spreche. Ja. Du bist traumatisiert. Oh Mann. Kannst du das vielleicht auch schon so benutzen, wenn die Kinder mal nicht hören oder so, kannst du sagen, oder wollt ihr zur Tante Mani? Ja. Oh Mann. Oder willst du auf dein Zimmer? Ach, schön. Nein, ich bin nicht auf mein Zimmer. Ich glaube, das ist der richtige Approach, die Kinder mit Angst zu kontrollieren. Ja. Schwarze Pädagogik, das war schon immer sehr erfolgreich. Eine Strufelpeter. Ja, keine Ahnung. Er wog vielleicht ein halbes Lot. Halbes Lot? Nicht? Hast nix verpasst.
Ach, da gab es doch diesen Suppenkasper und der kippelt dann nur rum und benimmt sich nicht und isst seine Suppe nicht und dann erholt vielleicht ein halbes Lot und war am siebten Tage tot. Ja. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Das sagt er doch dann jeden Tag und dann vor allem auch so nach 5 Tagen ist das. Vor allem, ich hing da so als Kind. Ein Faden. Ich hing da so als Kind, also meine Eltern haben mir das ja nicht vorgelesen, aber ich habe mich dann irgendwann dafür interessiert und dann so, hä, wieso, was ist ein halbes Lot? Ich war einfach so klein und dann, ich check nicht mehr, was da drin steht, Alter. Was ist ein halbes Lot? Was wiegt ein halbes Lot? Ja. Es ist ein Lot. Es war einfach schon so alt, das Buch. Ja. Für so ein Kinderbuch halt. Der Stumpfelpeter. Den kennt doch jeder, oder? So mit diesen grausamen Geschichten, mit dem Suppenkasper, mit dem Däumeling, dem die Daumen abgeschnitten werden vom Schneider. Ja, genau. Mit dem Mädchen, das mit Feuer spielt und dann in Lichterloh in Flammen aufgeht und so. Übelst grausam. Ja, das kannst du ja auch noch. Ja, der Stumpfelpeter selber, ja. Der sich die Haare und die Fingernägel nie schneidet. Halt so abschreckende Geschichten irgendwie für Kinder. Richtig creepy, das Buch, ey. Ja. Das sind übelst die grausamen Zeiten. Ja, hast du gerade am Daumen genug? Wenn sie nicht umbringt, macht sie härter. Da werden die Daumen abgeschnitten, wenn du das nochmal machst. Ey, das Kranke ist, ne, ein Mädel bei mir damals aus dem Kindergarten, die wurde wirklich noch danach erzogen und die hatte wirklich davor panische Angst, ne? Nachts ins Bett zu gehen oder da am Daumen zu nuckeln, dass er da den Daumen abgeschnitten kriegt. Ja, das war echt voll crazy damals. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei sehr vielen Kindern wirklich funktioniert hat, ja. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall Angst. Ja. Definitiv. Angst funktioniert sehr gut. Klappt. Dann braucht man nichts mehr erklären. Ja. Und endlich Ruhe. Ja. Mein Kind hält immer noch nicht die Klappe. Ich glaube, ich muss ihm noch mehr Angst machen. Oder zum Not einfach mit Ritalin vollstopfen. Das geht auch immer. Du bist doch lebendig, mein Kind. Ja. Komm mal wieder runter. Oh, das ist ja normal. Oh, geil. Ja, du bist der Einzige, der welche findet. Welche Level bist du? Ich bin jetzt 90. Und du, Raymond? Ich bin im Quarry. Achso. Quarry. Du bist 90, dann geht's zu 80. Zwergenschriftrolle, na super. Ich will Secret Notes. Secret. Ich will Secret Notes, ich will Secret, 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 bis die Leute durchdrehen. Party! Aber hier ist nichts. Nichts ist hier. Nee. Hatten ja nichts. Wir haben hier gerade auch nichts. Ist ja wie in der DDR. Ja. Na komm schon. Ich habe auch letztens gesehen, bei, ich weiß gar nicht, wo das war. Jedenfalls war da so eine Karte von Deutschland und die haben auch gezeigt West- und Ostunterschiede und war auch auf jeden Fall immer noch richtig krass gravierend in so vielen Bereichen. Also ja. Die haben unterschiedlichste Dinge. Ach, eine Secret Note, geil. Gezeigt. Ich fand es einfach crazy. Ey, geil. Ja, schon mal drei. Das mit dem Ost-West und wie der Westen den Osten ausgenommen hat, habe ich auch Dokus drüber gesehen. Ich meine, ich bin ja selber Wessi, aber Alter, das war schon echt dreist, ne? Was da mit der DDR abgezogen wurde. Der ehemaligen DDR, den neuen Bundesländern. Mm. Voll gemein. Also ich kann deren, dass die abgefuckt sind, voll verstehen. Ja, safe. Das war schon echt dreist. So dieses. Aber da muss ich auch den Soli bekommen. Ja, ich verstehe aber auch gar nicht, warum immer so gegen diesen Soli so gewettert wurde, weil macht der nicht total Sinn oder bin ich bescheuert? Also ich bin ja wirklich nicht so versiert in Politik, aber es ist doch nur fair, wenn wir schon Föderalismus haben, dass wir unsere Ressourcen aufteilen oder nicht. Weil die gegen den Soli sind, sind die gut produzieren, zum Beispiel Bayern. Ja toll, das ist aber sehr nett, Bayern. Schön profitieren wollen davon, dass wir, also in diesem Land zu leben, vom Föderalismus profitieren, aber was zurückgeben? Nee. Nein.
Ja, vor allem ist es ja auch so stumpf, der Osten hat den Sogoli ja auch bezahlt. Ja, also, eben. Ist ja nicht so, dass sie sich mit dem Geld einen Lenz gemacht haben, sondern die haben ja auch das Geld bezahlt, damit das wieder aufgebaut werden kann, alles. Also. Ja, richtig, aber allerdings ist natürlich von dem, was ausgeschüttet wurde, haben die am meisten gekriegt, weil sie den höchsten Bedarf hatten. Aber sie haben ja, also natürlich. Der Soli war ja trotzdem dafür da, um die Ungerechtigkeit auszugleichen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, Bayern wieder, ne? Wenn schon Bayern, dann in Bayern. So wie das hier schon klar ist. Bayern. Ja, wenn schon Bayern, dann in Bayern. Und wenn Bayern, dann in Bayern. Und die Aussage macht gar keinen Sinn. Oder dann nur in Bayern oder so. Ja, ja. Wenn schon Bayern, dann in Bayern. Ja, aber so ist es halt, ne? Ja, einfach. Jedes zweite Wort ist ja auch Bayern in seiner Rede. Ja, man kann ja auch stolz sein auf, also du kannst ja Bayer sein und stolz drauf sein. Aber was soll denn immer dieses dann so die anderen dafür diffamieren? Weißt du, was ich meine? So dann immer betonen, wie schlecht die anderen sind und nichts abgeben wollen und so. Immer so stolz auf den Föderalismus sein, aber immer nur dann, wenn es einem im Kram passt. Keine Ahnung, finde ich irgendwie. Natürlich. Oh, ja, aber das ist ja nicht nur bei dem so, das ist ja, also opportunistische Ansichten oder die Ansichten toll finden, solange es einem davon selber gut geht, aber ja, das hat jeder betrifft, Mensch, dann ist scheiße. Das ist ja menschlich, das ist einfach. Ja. Natural. Also eine schlechte Standardmenscheneinstellung, so ist halt. Ja. Also das soll das Ganze nicht relativieren. Halt, ne? Ja. Nur es ist halt, du kannst es ja nicht nur auf ein Gebiet eingrenzen, das ist halt. Ja, aber es fällt schon auf, auf der politischen Seite fällt es schon auf, dass Bayern da sehr oft unbedingt eine Extrawurst haben will. Also ich rede auch gar nicht von dem Land selbst, sondern vorzugsweise von der CSU, ne? Die Bayern-Partei, und dass die halt auf die anderen Bundesländer scheißt. Aber was ist denn das für ein demokratischer Ansatz? Oder? Sind wir jetzt kein Land mehr? So? Wollen Sie unbedingt ein eigenes Land sein? Freistaat Bayern? Ja, viel Spaß. Mach das mal. Gründet mal einen eigenen Staat. Mach doch. So, mach mal einen auf Brexit. Ich bin total beschissen dann alles. Ja? Ja, genau. Das ist doch so bescheuert. So flachdenkend immer. Ja, safe. Nein, globaler Markt, darauf scheißen wir. Wir regeln einfach alles ab und dann funktioniert alles immer noch genauso wie vor 100.000 Jahren. Ja, genau. Wir brauchen, wenn ich mir einrede, klappt ändern. Das. Niemals ändern und anpassen. Ja. Also, warum denn? Monsterkompendium? Einfach wie die Amish, einfach aussteigen. Fortschritt? Nein, danke. Wir haben unsere Pferdekutschen, das reicht mir. Was ist da denn los, Alter? Na okay, sollen sie machen. Wir tun sie ja niemandem weh, ne? Ey, ich hab grad ein Buch gefunden. Oh. Und das gibt dir einfach ein Passive Skill. Ja, das ist ja, das geil. Ist mit den Perks. Für immer? Ja, Monsters have a small chance to drop double loot. Ja, für immer. Für immer. Oh. Also, da sind die Bücher ja über. Ist jetzt, wenn ich ein Monster töte. Wenn ich jetzt ein Monster töte, hat es eine Chance, doppelten Loot zu droppen. Alter. Das ist ja mega krank geil. Ja, also dann lohnt es sich ja gar nicht vorher zu farmen, wenn man das nicht hat. So Shards farmen zum Beispiel. Ja, du musst ja farmen, damit du das kriegst, wenn es geht. Also. Aber. Ne, du hast ein Monster gedroppt jetzt, oder? Mhm, genau. Irgendeins. Ich bin jetzt auf 114 und da war so ein. Ja, sieht aus wie so ein fliegendes Ei mit Gesicht. Ach, die Dinger. Roter Ball, fliegender Ball. Der so Feuerbälle hat, ne? Der hat das. Hat das gedroppt. Der Schlingioll. Ich hab eine Secret Note. Ich meine eine. Haben wir schon mal 4. Hier ist noch ein dicker Stein. Ja, das war's. Das gibt's doch nicht. Das jibbelt's doch nicht. Das jibbelt doch nicht. Das reicht uns nicht.
So reicht schon wirklich nicht. Ja, hier ist ein Kündelschwert, das lasse ich da mal liegen. Hier ist ein Ruby. Den nehme ich mit anstatt. Schleim brauchen wir ja nicht, ne? Oder Feuerquarz oder so. Ja, nee, Rubin. Nee, wir haben ja. Schleimfarm. Mehr ist genug und wir produzieren auch die ganze Zeit Schleim. Ja. Mhm. Schleim auch. Das ist eine übelste. Übelst undefiniert. Gibt viele Schleimarten. In Produktion. Ja, einfach Schleim. Punkt. Das ist ein Schleimlöser. Das ist der Schleim von einem Schleimmonster, Raul. Verstehe es doch endlich. Also Schleimmonster-Schleim. Mhm. Unser Monster-Schleim. Das ist halt eine Fantasiewelt, ne? Ich glaube, um Logik brauchst du dir ja keine Gedanken machen. Achso, Gott sei Dank. Du weißt ja auch nicht, ob du unsere physikalischen Gesetze auf diese Welt anwenden kannst. Klar. Kannst du das? Aber ob das Sinn macht, ist die Frage. Ich will jetzt kein Cheese auf Trade, weil ich jetzt zurückgehe. Ach, du gehst zurück? Warum? Ich habe keine Energie mehr und für jetzt eine Stunde waste ich jetzt keinen Käse. Hier sind Tintendingens, da schmeiß ich Schleim weg. Tintenfisch, Tinte. Siehst du, da sind sie explizit. Da hätte man Tinte sagen können. Nein, das ist Tintenfisch, Tinte. Nein, nein, da wollen sie es genau. Genau. Oh, jetzt reicht's. Jetzt einmal bitte einmal raus. Raus. Sofort. Eine Runde, ganz schnell, ganz kurz. So eine Runde. Und dann muss man was anderes in der Runde sein. Mal raus. Und dann wieder rein. Ist mir ganz egal, raus. Jetzt einfach nur raus. Versteh es doch. Okay, wo bist du, Janus? 101, Dalmatina. Oh fuck, ist ja schon 1.30 Uhr. Ja, schaff ich nicht mehr. 101, Dalmatina. Gut, und ich muss bei dir pennen, Raymond. Schnell! Ja, komm rein. Komm auf die Seite. Komm rein. Ich penne neben dem Bus. Gar nicht. Du musst immer. Nein, das ist egal, ich verkackt. Doch, du musst. Ich wundere mich gerade schon, warum gehst du dir jetzt rechts rein? Ja! Ich wollte mich unbedingt zu ihr legen. Du wolltest dich zu Abigail kuscheln, du kleiner Schlingel, Junge. Natürlich. Hi. Schau, es beim Schopfe gepackt. Heißt. Jetzt in der Tafel. Also, sind Secret Notes in der Bombenkiste. Für dich. Ich hab's in die Seedkiste gepackt. Meine ich doch Seedkiste. Zwei Stück. Ich bin bei Raymond aufgewacht. Chillig. Ach, weil ich hier vorher gepennt hab. Oh, hat's gewittert? Die Batterien sind aufgeladen. Ja, wieso kann ich dich denn jetzt nicht? Ja, wieso kann ich sie denn jetzt nicht? Los, Lisi! Ich will wissen, ob du die 10 hast! So, das war jetzt meine. Ich schau mal. Ah, ich glaube nicht. Viel zu krass, du für Alter. Wo ist denn diese Dings? Ganz oben rechts. Ach, da, bei den Dingern. Nee. Nee, ist nicht. Und die anderen drei? Next! Beiden? Hast du einen irgendwo. Achso, hier in der Samen. Eine Bombenkiste? Hier sind drei Stück drin. Ach, sieht's, ja. Ja, nice. Komm schon. Also ich kann gar nichts mehr tragen. Okay, dann nacheinander. So. Ey, nicht Kiste auf. Ey. Lesen. Okay. Nö. Und nächste. Level 100, das Skullcover. Und das kann es gewesen sein. Ja. Nein. Ja, da kommen wir direkt das los. War's. Da kommen wir geil, Hammer. Level 100 oder was? Ja, dann packe ich noch mein Stoven weg und dann können wir echt los. Ja, ich nehme noch ein bisschen mehr Käse. Oh, krass. Mit. Dann Treppen habe ich 33, dann nehme ich noch ein paar mehr mit, ne?
Ich nehme 65. Ja. Oder warte, ich nehme die Hälfte einfach. Ja, nee. Das wird zu viel. Ich nehme 70 mit.